Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Transport Fever 2, einem kleinen neuen Rennen, was ich vorbereitet habe. Ich hatte eigentlich vor, das Diesel-Lok-Turnier jetzt irgendwann mal abzuhalten, aber mir fehlt einfach im Moment die Zeit. Und da dachte ich, machst du mal so ein kleines Rennen für zwischendurch. Und heute machen wir den großen Schnellzug-Lok-Vergleich der ja, Deutschen Bundesbahn bzw. Deutschen Bahn AG. Ich habe heute aufgestellt die Baureihe 103, die wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwann mal irgendwas von einer Eisenbahn gehört hat. Ist ja das Aushängeschild der Deutschen Bundesbahn gewesen und ich glaube, ja, bis heute sogar die stärkste jemals einteilig gebaute Elektrolok der Welt und ja, sollte jedem bekannt sein, eigentlich mit ihrem markanten Design hier hinten in purpurrot Elfenbein. Dann haben wir die Baureihe 101, ist ja heute quasi so das Zugpferd im Intercity-Dienst in Deutschland. Und dann die Baureihe 120, die erste Wechselstrom-Lokomotive der Welt, die in Serie gebaut wurde. Ja, ich bin gespannt, wer das Rennen machen wird. Ich stelle euch schnell die Lokomotiven vor und dann fahren wir auch gleich los. Jede hat 10 Waggons hinten dran, von den UICX-Wagen, den M-Wagen. Jeder Waggon wiegt 41 Tonnen und ist zugelassen auf 200 km/h. Somit hat jede Lok das gleiche Gewicht zu ziehen. Ja, ich habe hier einfach die Intercity-Wagen in Orientrot drangehangen. Dann habe ich hier bei der 101 die Intercity-Waggons im ICE-Design und ja, bei der 120er habe ich so ein bisschen einen Mischmasch gemacht aus beiden. Ja, die Baureihe 103 schafft 200 km/h. Hat eine Leistung von 7440 Kilowatt, was knapp über 10.000 PS entspricht. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Sechsachsige Lok, hat eine Zugkraft von 312 Kilonewton und wiegt 114 Tonnen, was dann ein Gesamtgewicht mit den Waggons von 524 Tonnen ergibt. Ja, im Baujahr 1970, also ab 1970 wurden diese Lokomotiven gebaut und waren, die letzte Planfahrt war im August 2003, aber auch danach waren sie immer mal wieder im Einsatz als Ersatzzüge und auch im Nahverkehr waren sie weiter im Einsatz. Und heute, glaube ich, gibt es eine bei Rail Adventure. Das Deutsche Bahnmuseum in Koblenz hat natürlich auch welche abbekommen. Und ja, sie sind immer mal wieder auf der Strecke zu sehen, aber im planmäßigen Betrieb sind sie, glaube ich, straft mich ab, falls ich hier was Falsches erzähle, aber ich glaube, im Planbetrieb sind sie heute nicht mehr anzutreffen. Dann haben wir die Baureihe 101 der Deutschen Bahn AG. Die schafft 220 km/h. Ich habe aber keine Waggons gefunden, die über 200 km/h schaffen. Deswegen kann sie diesen Vorteil hier nicht ausspielen. Hat eine Leistung von 6400 Kilowatt. Eine Zugkraft von 300 Kilonewton. Wiegt 84 Tonnen, also 30 Tonnen weniger als die Baureihe 103, hat 1000 kW weniger Leistung, 12 Kilonewton weniger Zugkraft, aber wiegt halt 30 Tonnen weniger. Mal gucken, ob das was ausmacht. Habe ich hier in Orientrot aufgestellt und hat dann ein Gesamtgewicht mit Waggons von 494 Tonnen in Dienst gestellt 1996 und bis heute noch im Einsatz. Dann die Baureihe 120. Auch sie schafft 200 km/h, hat eine Leistung von 5600 Kilowatt, also nochmal 800 weniger als die 101, hat aber dafür 340 Kilonewton Zugkraft, wiegt auch 84 Tonnen, was dann auch einem Gesamtgewicht von 494 Tonnen entspricht und habe ich hier in Verkehrsrot aufgestellt. Sie war ab 1979 im Einsatz und im Juli des letzten Jahres 2020 war die letzte Fahrt bei DB Fernverkehr, also war noch relativ lange im Einsatz. Ja, ich bin gespannt. Wir haben hier einen guten Mischmasch. Die 103er hat eine hohe Leistung, hat aber auch ein höheres Gewicht. Die 101er hat etwas weniger Leistung als die 103er, aber dafür auch weniger Gewicht. Und die Baureihe 120 hat richtig gute Zugkraft. Und ja, ich bin gespannt, wer hier am Ende die Nase vorn haben wird. Was denkt ihr? Wer wird wohl das Rennen machen? Ich würde sagen, wir starten das Ganze.
Die Strecke zeige ich euch natürlich auch noch, hätte ich jetzt fast verpeilt. Neue Fahrzeuge sind verfügbar. Ich mache mal schnell die Geschwindigkeit an hier. Ihr seht hier, wir fahren hier los. Einmal gerade, dann fahren wir hier in den ersten Halt. Und dann fahren wir hier eine Linkskurve. Ihr seht hier, ich habe die Kurvenradien so gewählt, dass fast überall 219 km/h geschafft werden können. Nur hier einmal kurz 214. Aber die 200 km/h werden hier erhalten bleiben in dieser Schleife. Dann fahren wir hier einmal über die große Brücke drüber und fahren dann hier einmal in die Rechtskurve, quasi eine 8 gebildet. Und dann fahren wir hier in den nächsten Bahnhof, fahren dann hier einmal gerade durch bis nach hier. Ich mache das mal aus. Und dann fahren wir hier steil den Berg nochmal hoch. Einmal nach hier oben. Da bin ich gespannt, wer der drei Loks das am besten bewerkstelligen wird. Und dann haben wir hier oben den Endbahnhof quasi. Und wer hier zuerst an der Bahnsteigkante ankommt, der hat das Rennen dann gewonnen. Ne, habe ich mir hier so einen großen Berg gebaut. Und hier ist dann das Ziel. Das Ganze hier nochmal in der normalen Ansicht. Hier habe ich so ein paar Städte platziert. Gibt ja seit dem neuesten Update hier so eine neue Brücke. Die habe ich hier auch gleich mal gebaut. Auch ganz cool. Die geht hier einmal quer rüber. Und ja, starten wir das Ganze, würde ich einfach mal sagen. Einmal auf Pause. Und auf geht die wilde Fahrt. Nehmen wir die 101er in der Mitte. Und ich wünsche euch viel Spaß. Mal gucken, ob euer Favorit gewinnt. Los geht's. Ja, die Zugkraft der 120er kommt dann auch gleich zum Einsatz hier. Kommt tatsächlich am besten weg. Danach die 101er und die 103er. Doch. Ma, die kommen eigentlich alle gleich gut weg. Außer die 120er. Er hat ja klar schon eine Loklänge Vorsprung. Aber die geben sich alle nicht viel hier. Es sind immer ein paar km/h mehr oder weniger. Wird die alte Wertarbeit der 103er sich am Ende hier durchsetzen? Oder hat die neueste Technik doch die Nase voll? Ja, die 103er kommt jetzt. Sie überholt jetzt die 101er. Einfach eine wahnsinnig schöne Lokomotive. Nach der Ludmilla definitiv meine Lieblingslok. Und als Kind war das, oh Gott, habt ihr gesehen, der Hirsch hier hinten. Wenn ich spult noch mal zurück, der Hirsch ist hier hinten gerade in den Zug gerannt. Ja, nach der Ludmilla meine absolute Lieblingslok. Und ja, da sind halt auch eine Menge Kindheitserinnerungen drin. Ich denke, da geht es hier vielen ähnlich. Jetzt geht es hier leicht den Berg hoch. Die 103 jetzt bei 160 km/h setzt sich jetzt auch gleich an die Spitze. Ja, da hat die 120er hat am Anfang echt die Nase vorn. Aber was so die Leistung in höheren Geschwindigkeiten angeht, ist die 103er dann doch schon konstanter. Jetzt geht es in den ersten Bahnhof. Boah, was für ein Rennen, Kopf an Kopf hier. Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Meine Vermutung ist, dass durch das Bergaufstück am Ende wahrscheinlich die höhere Leistung der 103er den Ausschlag geben wird, aber ist auch nur eine Vermutung, ist jetzt so meine logische Schlussfolgerung. Aber die Steigung wollte ich natürlich trotzdem mit drin haben.
um auch so ein paar Facetten dann halt auch im Streckenverlauf zu haben. Wenn wir jetzt nur gerade ausfahren und zum Beispiel überhaupt gar keine Haltepunkte mit drin hätten, dann ja, würden alle drei Lokomotiven irgendwann die 200 km/h erreichen und es würde sich natürlich nichts mehr tun. Deswegen natürlich auch Haltepunkte, Bergaufstücke. Und die neueste Lok ist tatsächlich im Moment auf dem letzten Platz. Ich muss natürlich dazu sagen, habe ich am Anfang vergessen, wollte ich eigentlich jetzt immer am Anfang sagen, damit nicht die Kommentare wieder reinkommen. Vielleicht passiert es ja trotzdem nicht, auch wenn ich es jetzt erst sage. Das Ganze ist natürlich ein Spiel, bildet hier überhaupt nicht die Realität ab. Wir gucken uns die Lokomotiven an, so wie sie hier im Spiel dargestellt werden. Eine Realität wäre natürlich eine andere Sache. Ganz klar. Ja, die 103er, obwohl sie auf der Außenbahn ist, macht jetzt hier echt Meter gut gegenüber der 120er. Hat hier natürlich den längeren Weg, die 103er, aber wird sich jetzt wohl gleich hier an die Spitze setzen. Boah, ist das knapp. Aber die 101er hat echt das Nachsehen. Das hätte ich überhaupt gar nicht gedacht, dass die 120er hier so gut mithält. Und jetzt haben wir den Führungswechsel. Die 103er setzt sich jetzt an die Spitze. Aber nur ganz knapp. Kann die 101er nochmal zurückschlagen? Boah, ja, spannend, spannend, spannend. Einmal über die große Brücke. Es gibt sich natürlich nicht viel, ne? Wenn man das jetzt sehen würde, wenn man die im Spiel ganz normal einsetzt, ich würde wahrscheinlich, also Stand jetzt, wir haben ungefähr die Hälfte des Rennens hinter uns, würde ich wahrscheinlich die Lok nehmen, die einfach am günstigsten ist im Unterhalt und in der Anschaffung. Weil da ist wirklich nicht viel, wo ich jetzt sagen würde, ja, die eine lohnt sich mehr als die andere. Ist schon verdammt eng. Jetzt hat natürlich die 103 die Innenbahn. Eben ja die Außenbahn, jetzt in der Rechtskurve die Innenbahn. Und kann sich jetzt hier weiter absetzen. Und die 101er holt jetzt natürlich auch auf. Gegenüber der 120er. Aber nur ganz minimal. Also ihr seht, diese inneren Radien, die machen gar nicht so viel aus. Es wurde ja oft dann zu Recht natürlich auch gesagt, ja, du hast zwei Rechtskurven, das ist ja unfair. Da hat der Zug, der innen fährt, ja immer einen Vorteil gegenüber dem, der außen fährt. Aber ihr seht, das ist ja minimal. Die Kurve ist echt lang und die 101er hat jetzt noch nicht mal eine halbe Lokomotivlänge aufgeholt. Ist halt immer schwierig, ne, die Strecken total fair zu bauen. Aber es ist echt... Wow, es ist echt verdammt spannend. Wir haben ja noch zwei Haltepunkte, bevor wir dann den Berg hochfahren. Mal gucken, ob die 120er aufgrund ihrer besseren Anfahrtskraft in den Bahnhöfen sich nochmal ranrobben kann. Na, die 103er hat jetzt schon einen guten Vorsprung. Sagt mir auch mal, was möchtet ihr für Rennen sehen? Ich habe mir gedacht, vielleicht mal so ein Güterzugrennen mit 8 oder 10 verschiedenen Güterzugloks, langer Güterzug hinten dran. Oder ICE 1 gegen ICE 2 und der ICE 2 dann in Doppeltraktion, damit er auch zwei Triebköpfe hat. Ludmilla gegen die 218er. Boah, die 120 und die 101 fahren fast gleichzeitig wieder los. Und die 120er hat jetzt schon doch wieder Boden gut gemacht. Ist jetzt wieder fast gleich auf mit der 103er. Ist schon stark, wie alle drei ziemlich nah zusammen sind noch, nach so einer langen Strecke. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte wirklich gedacht, dass die 103er hier wirklich abdüst.
aufgrund ihrer enormen Leistung von über 10.000 PS. Aber so kann man sich täuschen. Aber jetzt zieht sie wieder leicht weg. Da hinten ist unser Berg. Jetzt geht es wirklich nur noch geradeaus und dann den Berg hoch. Die 120er jetzt bei 147. Ah, die 101er holt jetzt ein wenig auf. Seht ihr das? Ganz leicht kommt jetzt die 101er, hat jetzt noch eine Lokomotivlänge Rückstand. Kann sie sich noch den zweiten Platz schnappen? Was denkt ihr? Na, kommt jetzt. Letzter Halt jetzt vor der Zielgeraden, den Berg hinauf. Natürlich hatte ich auch wieder die Bahnhöfe hier abgekappt mit unsichtbaren Gleisen, damit hier keine Passagiere in die Bahnhöfe reinlaufen. An einem Gleis stehen dann 50 Passagiere und an dem anderen nur 5. Das würde natürlich das Ergebnis verfälschen. Wir wollen ja ein ausgeglichenes Rennen. Alle dieselben Waggons, keine Passagiere. Und jetzt geht es in den Endspurt. Es geht hier sofort gleich steil berghoch. Wir steigen jetzt mal in die 101er ein. Dann sehen wir das hier gut. Ja, und die 103er zieht tatsächlich weg. Da kann die 120er nichts entgegensetzen. Ist jetzt schon bei 102, 103, 104. Ja, und die 120er kommt jetzt auch so langsam. Aber die 101er holt auf. Es sind wirklich nur minimale Unterschiede. Ne, hier haben wir 125 km/h, hier haben wir 123. Aber es reicht halt, dass die 103er hier weiter davon zieht. Ihr seht das. Langsam aber sicher. Und die 101er scheint sich noch den zweiten Platz zu holen, nachdem sie fast das gesamte Rennen auf dem dritten verbracht hat. Setzt sie sich jetzt an Platz 2. Hier den Berg hoch hat sie dann dank ihrer höheren Leistung, ich glaube 800 Kilowatt mehr, natürlich doch einen Vorteil. Da oben ist das Ziel und die 103er wird sich hier den Sieg holen. Und wenn nicht noch irgendein Wunder passiert, vor der 101er. Machen das mal zu. Da kommen die drei. Die 103er, dann die 101er, dann die 120er. Springen wir zum Ziel. Und meine Vermutung hat sich dann am Ende doch bestätigt. Leistung den Berg hoch hat dann den Ausschlag gegeben. Die 103er holt sich den Sieg vor der 101er und dann die 120er. Aber wirklich, der Unterschied war ja jetzt wirklich minimal. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die eine Lok hat da einen exorbitanten Vorteil gegenüber der anderen, zumindest hier im Spiel. In echt war es ja, glaube ich, so, dass die 103er sehr, sehr, einen sehr, sehr hohen Verschleiß hatte. Gerade als sie dann später auch im Nahverkehr unterwegs war, was ja überhaupt gar nicht ihr Aufgabenbereich war, war der Verschleiß dann enorm hoch und das hat sich natürlich mit fortschreitender Technik dann auch bei der 101er dann auch verbessert. Aber hier im Spiel
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so knapp wird, gerade auch, dass die 120er so gut mithält mit doch einer viel, viel geringeren Leistung als der 103er, aber dafür natürlich einer viel höheren Zugkraft. Aber ja, war spannend, war bisher eins der spannendsten Rennen, wie ich fand. Könnt mir ja mal eure Meinung schreiben und wie gesagt, so ein paar Vorschläge, was ihr gerne sehen wollen würdet. Jetzt hat einer geschrieben, ich könnte ja mal den TGW Dublex gegen den, na, sag schon, gegen den Transrapid fahren lassen. Soweit ich weiß, gibt es den Transrapid gar nicht für Transport FIFA 2. Es muss natürlich auch im Spiel enthalten sein. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ja, dann versuche ich das in den nächsten Wochen mal in die Tat umzusetzen. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es extrem spannend. Es war bis zum Ende nicht klar, wer sich den Sieg holen wird. Und ja, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.